So, draußen aus dem Turm. War nichts Besonderes, nicht mein Level-Up. Ich hab nur ein paar Items bekommen von den Gegnern. Und, oh. Ein. Planwagen. Willkommen, was kann ich für dich tun? Kaufen. Du hast nur Kram. Verwirrung. Ich glaube, das ist das, was ich gerade habe. Nein. Aber Rudi Barudi ist weg, aber ist egal. Vergesslichkeit, genau das war's. So. Muss immer klar. Ach, da unten. So, endlich halt den Scheiß weg. Es geht mir auf den Sack, auch wenn es irgendwie nichts auswirkt. So. Gegenmittel kaufen, Heilbeeren kaufen. 22 Stück, dann habe ich 30. So. Stummheit. Eine, dann habe ich 5. Medizin. 2, dann habe ich 10. Balsam. Lähmung, na gut. Feuerrad, da kommt es noch. Ach, das kann sein. Böses Omen, da nehme ich mal 5 Stück. Ich weiß nicht, was das bringt. Und Blitzabweisen. Ich weiß nicht, was genau Blitz ist, aber. So. Dann wollen wir mal gucken, ob die Stadt überhaupt noch existiert. Auf der Weltkarte existiert sie noch. Mal sehen, wie es im Leben der Stadt aussieht. Die komischen Höllenhunde. Was sollen wir da machen? Dann mal Prisma, Windmeister und Blast. Und wir sind alle weg vom Fenster. Die ganz einfache Kiste. Ach, siehst du, wir brauchen doch nicht mal die Laser. Beam, beam, tschu, tschu, tschu machen. Und 2 Hellbeeren bekommen noch. Nee. So. Existiert der heilige Centaurus noch? Centaur, ja. Ist niemand da? Bloß ein paar leere Betten. Bist du eigentlich aus von überhaupt? Das heißt, die ganze Stadt existiert in dem Sinne noch, aber sie ist leer. Der Vogel ist natürlich da. Was willst du? Speichern will ich. So. Gewickturm. Heiliger Zentaur. Ja. Die Stadt ist leer. Da nutze ich jetzt die Gelegenheit, da die mir vorhin so auf die Nerven gegangen sind, alle. Ambrosia. Ist das Wiederbelebungszeug? Status maximal TP wiederherstellen für alle. So, ich kann meine. Ich habe gerade schon gesehen eben. Ein Rundschild wieder rein. Wache wieder rein. Mystisches Wort wieder rein. So. Ich habe schon gesehen gerade. Die Statue ist kaputt. Die Statue spricht direkt zu meinem Geist. Ich bin der Heilige Geist. Ione Power. Meine Kräfte nehmen ab. Nimm, was ich noch habe und verwende es gegen die Dämonen. Heiligrune! Ein weiteres Stück des Herzens des Dämonenkönigin ist befreit worden. Es bleibt nur noch eines. Schnell gehen wir nach Timney. Wir müssen die Träne zurückholen, bevor sie die Königin damit erwecken. Die ganze Stadt ist verlassen. Alle sind verschwunden. Es muss das Werk der Dämonen sein. Und alle los, diese Statue zu kriegen. Ich habe eine neue Rune. Ich weiß allerdings nicht, ob ich Steuerdruck dafür opfern soll. Stärke und Attack. Iona Powers Rune. Die Gipfelrune, genau, das war die neue. Heiligrune. Uhu, Vitali. Dann nehme ich die für Jack, die Feuerrune, denn Morgaut ist jetzt nicht so der Bringer. Außerdem ist die Heiligrune viel besser als Morgaut. Und hier sind jetzt Gegner unterwegs in der Stadt. Heilige. Hunde und der Dekarabia, also dieser Zauberer, den ich schon ein paar Mal jetzt im Turm begegnet bin. Ja, dann bin ich irgendwann
auf dem Weg nach unten habe ich den ein paar Mal gesehen. Er kann alle möglichen Sachen. Windzauber, Wasserzauber, Erdzauber, so ein Scheißding. Das nervt. Zum Glück ist er weg. Ja. Ich werde dann wohl mal die Stadt plündern hier. Auch wenn wir die tollen Helden sind. Aber ich habe so viele Kisten gesehen, die würde ich erstmal alle mitnehmen. So, und jetzt kommt meine Prisma Blast. Kaputt. Dieser Magier bringt sehr viel Geld. So, dann will ich mich mal umgucken. Das war die Kirche. Hier gab es zwei Häuser. Oh, hier wohnt ja sogar noch wer. Ich habe dich die ganze Zeit in mein Haus versteckt. Was ist mit der Stadt passiert? Ich habe um diesen Ort herum eine fremde Energie gespürt. So, du hast einfach mal nicht im Haus geguckt, oder wie? Okay. Der Typ mit dem Schlüssel ist auch weg. Ich habe jetzt keine Lust, hier so viel zu kämpfen. Bitte lasst das. Ach, Hundis. Warum lasst ihr es nicht einfach? Der Pub, da gab es viele Kisten drin. Die räume ich jetzt erstmal alle aus. Trankbeere. Trankbeere. Geheimes Zeichen. Das geheime Zeichen war irgendwie weniger Mana-Verbrauch oder sowas, ne? Genau, es war irgendwie auf irgendeine Fähigkeit einen Mana runtersenken. Ich denke, das kann Jack ganz gut gebrauchen. Wobei ich, wie gesagt, die Dinge erstmal raushebe. Vielleicht habe ich noch irgendeinen Monsterzauber, den ich mal mit Cecilia irgendwann nehme. Und dann, der Arschimana verbraucht oder so. Ach, diese dämlichen Hunde wieder. Das Ganze grenzt schon an On-Screen-Leveln, echt. Glückskarte. Davon habe ich mittlerweile auch schon mehrere. Wie waren die Dinger noch? Ach so, ja, dafür kriegt man mehr Erfahrung und so ein Kram. Hätte ich vom Boss eben mal einsetzen sollen, aber egal. Ein Knochen. Deswegen hat der Hund hier bewacht. Fragezeichen. Okay. Kann das Ding ausrüsten. Waffe? Okay, wir haben einen Knochen. Lassen wir es dabei erstmal. Die Läden sind auch leer. So, ich glaube, das war's an Kisten. Jetzt gab es hier nur noch diese komischen Heinis hier. Wo war ich? Diese Heinis, die hier diese, das hier, das zu bewacht hat zum Beispiel. Aha, seht ihr? Aber wie komme ich da ran? Handpan? Nee, Handpan nicht. Ich verstehe. Ah, scheiße, ich habe zu weit geschoben. Ho! Rätsel, Rätsel and Rätsel. Ich versuch's nochmal. Nee, ich habe nicht so weit geschoben. Es ging nur eben nicht so weit, so. So. Ja, den brauche ich hier. Den muss ich so machen. So, den ein Stückchen, genau. Duplikator, der scheiß Schlüssel, der alles aufmacht. Ersatzschlüssel magisch entworfen. Meh. Das heißt, irgendwo, wo ich jetzt so eine scheiß wo ich eine verschlossene Tür habe, eine Zaubermöhre finde, also wo ich jetzt eine verschlossene Tür habe, die kann ich dann einfach mal so aufmachen. Aber ich weiß es jetzt nicht. Wo war denn eine verschlossene Tür? Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwo eine verschlossene Tür gesehen zu haben bisher. Außer im Schloss vom Dingens da. Oh, neues Rätsel. Der zur Seite, der zur Seite, der nach unten, der nach oben, so. Und weg. Munition! So, damit hätte ich alle Kisten hier in der Stadt. Und ich sollte nach Timney, wo auch immer das ist. Bin ich jetzt etwas überfragt. Ich gucke ja nochmal in der Stadt rum, ob ich noch was übersehen habe.
Beispiel 250 Geller. Nehme ich einen Gegner, ich sollte so schnell wie möglich aus dieser Stadt raus. Ich gehe nochmal pennen. Labe nochmal mit dem Vogel. Schlafen, 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 schlafen. So. Und trinken ist auch schon wieder leer hier. Ach man. So, was willst du? Ja, ich will speichern. So, kein Level Up. Das heißt, ich brauche verdammt viel XP. Nicht so fein. Komm mal wieder vorbei. Warum sagt mir das der Vogel? Jo, so, ab nach Timney, wo auch immer das liegt. Ich denke mal, ich muss damit mit meinem neuen Elfenteleporter fliegen. Oh, ich kriege erst eine Zwischensequenz von meiner Mutter. Von der Mutter. Ich spüre den Schmerz. Die Stimme der Trauer. Ich kann die Schreie der dummen Menschen hören, die mir diese verfluchten Ketten abnehmen. Wir haben es fast geschafft. Die Geier gehören praktisch uns. Ich bin beunruhigt wegen den Menschen, die mit den Wächtern in Kontakt standen. Schon wieder verpatzt. Nicht einmal, sondern zweimal. Du wirst mit diesen Menschen nicht fertig. Überlass sie doch einfach mir. Ich weiß, wie sie mit ihnen umzugehen ist. Zum Teufel mit dir. Warte nur. Hört auf, Berserk. Sie hat recht. Die Elfen und die Menschen haben in schwierigen Situationen anormale Fähigkeiten gezeigt. Wir können uns bis zur Wiederbelebung unserer Photosphäre und von Lord Mutter keine Fehler leisten. Nicht du auch noch zeig. Ich werde sehen, wozu Berserk imstande ist. Ich werde die Köpfe dieser Menschen herbringen und sie hier aufreihen. Sie mögen Wächter sein, aber sie sind Vergangenheit. Du bist so temperamentvoll, mein Grafkollege. Sehen wir doch einmal, was ich tun kann. Du kannst tun, was du willst. Wir kamen vor 1000 Jahren hierher. Der Verlust unserer Heimatwelt, Hiades. Wir kamen auf diesen Planeten, um in unsere Heimat zu machen. Die Kraft herrscht über alles. Dieser Ort wird zu uns gehören. Erst dann werden wir... Oh, ich glaube, das lasse ich lieber. Ich muss davon husten. Oh, ich habe schon Tränen im Auge durch die Stimmverstellerei, weil ich voll auf die Stimmbänder bin. So, die haben ja angedeutet, dass ich schon die Elfpyramide benutzen soll. Also mache ich das auch. Ich gehe mal davon aus, das ist richtig. Ich werde dann auch im nächsten Gebiet leveln, wenn die Gegner hier, die sind doch etwas sehr schwach auf der Brust, aber die bringen etwas wenig Erfahrung. So, ab ins Weltall und am Kometen abreiten oder so. Kleine, ja, Satelliten. Windows Desktop und Bildschirmschoner. Sorry. Mit diesem komischen Klotz da eben konnte ich ja nichts anfangen. Also ich habe noch keinen Interhaken. Katabum, so, wir sind im nächsten Tempel angekommen. Oh, Steuerdag meldet sich. In diesem Land liegt die Blitzstatue, die das böse Herz versiegelt. Die Blitzstatue, aha. Interessant. Hier auch schon wieder diese Scheißdinger, aber wie gesagt, null Enterhaken. So, nach meinem Wissenstand müsste ich jetzt in einer Wüste sein. Also, gleich. Aber ich habe noch eine Karte irgendwo, magische Karte. Wing, oh, fuck. Also ich bin da unten jetzt, wo Spray blinkt rechts. Und ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo wir eben waren. Ich habe auch nicht auf der Map mehr die Position gemerkt. Doch nicht in der Wüste, okay. Ah, doch, hier kommt die Wüste. Gefahr, die Wüste nicht betreten, du wirst lebend gefressen. So, aber ich gehe erstmal nach Port Timney. Port Monet gehe ich jetzt erstmal. Port Timney, also.
Dong, dong, dong. Dein Munition nachladen kostet 100 Geller. Es ist aufgefüllt. Schau mal wieder herein, so. Was willst du? Ja, er wieder. Ich möchte erstmal safen. So, speichern. Okay, und diesmal gucke ich mich erst in der Stadt um. Sieht aus wie Matrose. Dieses Timney, eine Stadt der Seefahrer und Händler. So, das war die Kirche. So, wie gesagt, ich gucke mich diesmal erst in der Stadt um, dann muss ich das nächste Mal nicht machen. Oh, hier ist ein Waffenhändler. Außerhalb. Willkommen, was kann ich für dich tun? Er besitzt sogar dieselben Sachen, wie ich schon gekauft habe. So, hier ist der Waffenschmied. Lult. Hey, ich bin Waffenmeister. Soll ich schauen, was ich mit eurer Waffe anfangen kann? Jo, hier, die kannst du aufpumpen hier. 5 Angriffspunkte. Jo, Trefferpunkte wären nicht schlecht für die Scheißwaffe. 100 Geller. 2 Trefferprozent. Mehr. Ich hab so oft verfehlt mit dem Ding. Deswegen brauche ich keine Ausrüstung kaufen. Das heißt, ich kann die Waffen verbessern. Ich bin der Beste, sagt er auch. Das kostet Munition. 200 Geller. So, dann kann ich 9. Dann kann ich eine Kugel noch eine bis 10. Das ist, glaube ich, für 500 Geller. So, noch ein bisschen Attack Power dran ziehen. So hat die genauso viel und ist ein Massenschaden. So, mehr Angriffsstings, so. So, wie sieht das aus? 88, 10 Kugeln, 20 genauso viel, gut. Bisschen weniger Trefferchance, aber ich denke, das ist nicht so wild. Nö, da kann ich nicht dran nichts anfangen. Sollt ihr immer mal in die Fässer gucken, ob da was drin ist. So, da ist die magische Gilde, da werde ich dann, sobald ich ausgeschaltet habe, reingucken, was ich für Zauber nehme. Da habe ich eben eingekauft. Da brauche ich ja nicht erstmal gucken. Du brauchst ein Schiff, um das innere Meer zu befahren. Ich möchte so gerne eins. Seemänner. Großer Papp. In dieser Stadt bekämpfen sich die Bartholomäus und die Drakes. Die Gründe dafür sind einfach lächerlich. Die Bartholomäus. Okay. Bartholomäus. Bartholomäus Bär. Bekämpft sich hier. Das ist eine Kiste, da sehe ich doch jetzt vom Weiten schon. Aber hier ist nichts dahinter, doch, ich kann hier langlaufen. Ha, das ist der Geheimgang zu diesen Kisten hier. Duplikator, noch so ein Teil. Ich dachte, das wäre einmalig. Okay. Hier kann ich Kisten durch die Gegend schieben. Nee, kann ich doch nicht. Noch mehr Kisten. Also, Fässer durch die Gegend schieben, so. Was ist passiert? Ich dachte, ich werde da drin sterben. Oh, hier waren Menschen in der Kiste. Aua, wie ärgerlich. Was machst du? Zum Verstecken spielen nicht etwa ein wenig zu alt? Ja, nein, nein, nein. Also, man hat mich gescholten. Na, danke für die Hilfe. Ich sollte mich erkenntlich zeigen. Indem du abhaust. Was er wohl getan hat? Du bist ein Taschendieb. Kein schmutziges Geld. Wie anständig. Wen kümmert's, wen ich Geld verdiene? Geld ist Geld. Okay, ich werde zurückgeben. Du wirst es bereuen. Sieh mich nicht so an. Ich stehle nur von den Reichen. Die sind sonst echt dumm. Man lenkt sie ein wenig ab und schon sind sie übertölpelt. Sogar Neulinge können die Kunst des Taschendiebstahls erlernen. Lenke das Opfer einfach ab. Das wäre meine Lektion zum Taschendiebstahl gewesen. Wow, da habe ich ja unheimlich viel Erfolg gehabt. Seltsamer Typ. Er versteht wohl gut auf seinen Beruf. Hey Anton, versuchen wir es doch mal. Sind wir so weit gesunken, dass wir stehen? Nein. Begutachte du den Inhalt der Taschen der Monster, während ich mit ihnen kämpfe. Ich müsste ihnen in die Taschen greifen. Wer weiß, was sie da drin aufbewahren. Wenn es klappt, sind wir Schatzsucher. Sind wir doch schon. Erinnerst du dich? Schneller Zug, Hinweis. Ah, eine neue Technik für Jackie Boy. Also, sowas wie stehlen. Hahaha, ich bin reich. Ich feiere jeden Tag. Idiot. Stehe ich nicht. Captain Bartholomew ist nicht
zur normalen Liebe fähig. Ist jetzt zum letzten Mal. Oh, Träumerei. In der Stadt des heiligen Zentauren gibt es einen magischen Schlüssel namens Duplikator. Hä, gibt es auch so einen? Ja, beide habe ich mittlerweile in meiner Tasche. Das ist ganz, ganz cool. So, es gibt noch einen Hafen hier. Der ist hier vor dem Matrosen in der Nähe. Gucken, ob wir vielleicht Captain Bartholomew finden. Hey, geh mal aus dem Weg. Dies ist der Timney-Hafen. Viele Schiffe von innerem Meer legen hier an. Ist hier Captain Bartholomew? Das ist das Schiff, ja, das Schiff von Captain Bartholomew. Die schöne Schiff heißt Sweet Candy. Oh, wie süß. Wer seid ihr? Habt ihr die Erlaubnis, an Bord zu gehen? Okay, lassen wir das. Ich suche Captain Bartholomew gar nicht weiter. Bartholomäus Bär, wo bist du? Ah. Okay, der Hafen ist momentan sehr unwichtig anscheinend. What shall I do? Die Magierkette, die lasse ich mal außen vor. Und, so, dann laber ich mit meinem Freund dem Vogel. Und dann werde ich mal wo 11 gehen, das nächste Mal, bis es weitergeht. Also bis zum nächsten Mal, wann es weitergeht. Du 7-1. Mal gucken, wie weit ich level. Und 15, 14, 15. Komm mal wieder vorbei. Jo, wie gesagt, Level steht an. Und, ich werde ja Zauber holen. Und dann zeige ich euch das nächste Mal, was ich so Schönes genommen habe. Und gelevelt habe. Also bis dahin.